Zu den häufigsten Rapsschädlingen im Herbst zählt der Rapserdfloh. Er bildet nur eine Generation pro Jahr und besiedelt im September, Oktober schubweise die jungen Rapsbestände. Der Käfer selbst verursacht Lochfraß an den Blättern. Schäden entstehen nur bei starkem Fraß an kleinen Pflanzen. Etwas Lochfraß an größeren Pflanzen ist hingegen tolerierbar. Die Schadschwelle ist aber erst erreicht, wenn ca. 10% der Blattfläche zerstört sind. Und bitte nicht mit Schneckenschäden verwechseln. Größer ist der Schaden durch die Fraßtätigkeit der Larven in den Blattstielen im Herzen und in den Stängeln der Jungpflanzen. Sie bilden Eintrittspforten für Krankheiten und verringern die Winterhärte. Die Kontrolle kann über Blattfraß, Gelbschalen und Larvenkontrolle im Spätherbst erfolgen. Sie sollten alle drei Möglichkeiten wahrnehmen. Die Gelbschalenkontrolle kombiniert mit der Proplanprognose gibt einen Eindruck über den Zuflugs- und Entwicklungsverlauf. Eine Behandlung sollte erst erfolgen, wenn innerhalb von 3 Wochen mehr als 50 Käfer pro Gelbschale gefunden werden. Liegt der Befallsdruck unter der Schadschwelle, sollten Sie keinesfalls prophylaktisch behandeln. Ein idealer Termin für die Larvenkontrolle ist die letzte Oktober- oder die erste Novemberwoche. Praxisnah ist das Zählen der befallenen Blattstiele. Eine Behandlung ist angeraten, wenn an ca. 20-30% der Blattstiele die typischen verbräunten Fraßgänge zu finden sind. Der späte Termin bietet den Vorteil, dass alle Erdflöhe zugeflogen sind. Außerdem können die jungen Larven, die hier im Bild an den 3 Beinpaaren und der schwarzen Kopfkapsel gut erkennbar sind, noch gut erfasst werden. Zudem besteht wegen der kühlen Temperaturen eine längere Wirkungsdauer der zugelassenen Pyrethroide. Mehr Informationen zum Erdfloh und zur Bestandesführung finden Sie unter www.rapul.de.